Willkommen, Freunde fantastischer Geschichten. Heute habe ich für euch dieses wunderschöne und dicke Buch dabei, diesen schönen Roman von Terry Goodkind, Das erste Gesetz der Magie, das Schwert der Wahrheit Teil 1, im Blanc Valais Verlag ganz neu erschienen, als sozusagen Neuausgabe, jetzt 2021, hat 1078 Seiten und ist schon mal im Blanc Valais Verlag erschienen, nämlich 1995 zweiteilig, also dieses dicke Buch mit über 1000 Seiten, wurde dort in zwei Bänden rausgebracht, nämlich Das erste Gesetz der Magie und Der Schatten des Magiers hießen die beiden Bände. Um was geht's in diesem imposanten Roman? Es geht um die Westlands und Richard Cypher oder Richard Cypher. Ich spreche die Namen meistens lieber deutsch aus in Gedanken, weil das hat dann bei mir einen besseren Leseflow, aber das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Also Richard ist der Hauptcharakter, eindeutig. Und Richard ist unterwegs in den Westlands, denn er möchte herausfinden, was sein Vater, der kürzlich ermordet worden ist, ihm für eine geheime Botschaft sozusagen mitgeben wollte, was er ihm verraten wollte. Und Richard ist dort in der Nähe der Grenze unterwegs. Die Grenze besteht schon seit vielen Jahrzehnten. Die ist schon errichtet worden, bevor Richard geboren worden ist. Die Grenze teilt die Westlands von den nebenliegenden Königreichen ab, nämlich den Midlands, in denen es angeblich ganz schreckliche Dinge gibt, in denen es Magie gibt und so weiter. Die Westlands sind davon glücklicherweise verschont und sind sehr friedlich. Auf dem Rückweg nach Hause begegnet Richard einer jungen Frau, nämlich Kalan oder Kalan. Und sie wird von irgendwelchen komischen fremden Männern verfolgt. Und Richard hilft ihr erst zu fliehen, aber es kommt dann doch zu einem Kampf und Richard hilft ihr auch hier, diese Männer zu bekämpfen und zu besiegen. Offensichtlich ist dort Magie im Spiel, denn es passiert etwas ganz Komisches, eine Bewegung der Luft, ein Donner ohne Hall, verändert diese Männer und nur so können die tatsächlich besiegen. Richard ist sich dort aber noch nicht sicher, was da eigentlich passiert ist und was Kalan für Kräfte hat. Das ist auch einer der zentralen Geschichten hier in dem Buch, die Verbindung zwischen Richard und Kalan und die Spannungen zwischen ihnen und die Liebe zwischen ihnen, die entsteht und die Hindernisse, die dieser Liebe entgegenstehen. Ich möchte mal nicht so viel verraten, denn ich versuche ja meine Rezensionen, meine Buchvideos immer so spoilerfrei wie möglich zu gestalten, auch wenn es nicht immer gut gelingt. Also von dem her müsst ihr euch damit jetzt mal zufrieden geben, was ich euch jetzt hier verraten habe. Richard erfährt von Kalan, dass es Probleme im Osten gibt, in den Midlands. Sie kommt nämlich aus den Midlands. Das ist schon mal sehr bemerkenswert, weil Richard hat noch nie jemanden getroffen, der von dort herkommt, weil eigentlich ist diese Grenze ja dicht. Und er traut sich schon gar nicht zu fragen, wie es Kalan überhaupt geschafft hat, über die Grenze zu kommen. Das alleine ist schon eine sehr, sehr komische Geschichte. Auf jeden Fall berichtet sie von Problemen im Osten. Es gibt dort einen dunklen Zauberer, Darken Wall, der versucht dort alle Länder untertan zu machen und dort sehr, sehr grausam herrscht. Und Kalan ist jetzt unterwegs auf der Suche nach einem guten Zauberer, der auch vor einigen Jahrzehnten verschwunden ist, nachdem er die Grenzen errichtet hat. Ein sehr, sehr mächtiger Zauberer. Und hier verrate ich jetzt ein bisschen was, was später erst eigentlich im Buch bekannt wird, nämlich Kalan möchte gerne, dass dieser gute Zauberer, den sie sucht, einen Sucher ernennt. Einen Sucher, das ist ein Streiter für Recht und Ordnung. Vielleicht kann man das so am besten zusammenfassen. Und dieser Sucher soll dann die Welt vor Darken Wall retten. Das ist so ein bisschen die Geschichte, die dahinter steckt. Richard, Kalan und der Zauberer machen sich dann auf und bestehen ganz, ganz, ganz viele Abenteuer, um am Ende dann in einem großen Showdown Darken Wall gegenüberzustehen und zu versuchen, ihn zu vernichten. Aber wie es zu diesem Showdown kommt und wie der Showdown aufgelöst wird, das ist nicht so geradlinig, also hat man hier nicht einfach dieses Märchen gut gegen böse und gut gewinnt am Ende, sondern es ist sehr, sehr verschlungen. Es kommt Verrat ins Spiel, es kommt vermeintlicher Verrat ins Spiel, es kommt die Hoffnung ins Spiel, dass man vielleicht es schaffen könnte, die dann wieder zerschlagen wird. Also es ist ein sehr, sehr großes Auf und Ab hier in dem Buch und sehr viele Wendungen sind hier zu finden.
Ich finde die Geschichte richtig, richtig gut. Das ist eine sagenhaft tolle Geschichte. Und ich bin direkt begeistert von dem Buch, muss ich wirklich, wirklich sagen. Und es ist ein Buch, das erste Gesetz der Magie von Terry Goodkind, wie ich schon lange kein Buch mehr gelesen habe. Also ein richtig, richtig geniales Buch, das ich, obwohl es 1000 Seiten hat, in wenigen Tagen gelesen habe. Ich weiß nicht genau, ich habe versucht, es zu überlegen, warum es mich so fasziniert und warum es mich so in sich, warum es mich so hineinzieht. Ich habe ein paar Punkte mir notiert und die werde ich euch gleich erzählen. Aber erstmal möchte ich noch sagen, es ist im Prinzip eine abgeschlossene Geschichte. Das heißt, dieser erste Band der Reihe kann abgeschlossen gelesen werden. Also das erste Gesetz der Magie, auch wenn die Reihe länger ist, da komme ich gleich noch drauf am Ende des Videos, wie lang die Reihe ist. Aber theoretisch könntet ihr diese Reihe, also dieses Buch hier, diesen ersten Band auch als abgeschlossene Geschichte lesen, auch wenn es kleine Hinweise auf zukünftige Ereignisse am Ende des Buches gibt, ist die Geschichte trotzdem eine runde Sache. So, also zu Besonderheiten. Was ist mir hier besonders aufgefallen an dem Buch? Was könnte es sein, warum es mich so besonders fasziniert? Einmal die Gestaltung der Welt, die klare Gestaltung der Welt. Es gibt eben die Westlands, die ohne Magie sind. Und es gibt die Midlands mit dieser düsteren, bedrohlichen, bisher unbekannten Magie. Und da Richard während seiner Suche oder während seiner Quest, Dark Ral zu besiegen, in die Midlands muss, begleitet ihn der Leser in die Midlands, in dieses unbekannte Gebiet. Richard kennt das ja auch noch nicht, wir kennen es auch noch nicht und dort kann einfach alles passieren. Dort gibt es magische Wesen, dort gibt es gefährliche Wesen und wir wissen nicht genau, was uns dort erwartet. Und das macht natürlich einen sehr, sehr großen Teil der Spannung und der Faszination aus. Es ist so eine Art Entdeckung. Dann die Fähigkeiten von Richard. Richard entwickelt im Verlauf der Geschichte, ich möchte jetzt hier auch hier wieder nicht zu viel verraten, aber sehr, sehr sagenhafte und tolle Fähigkeiten, die er aber nicht von Anfang an hat. Das heißt, der Leser kann miterleben, wie Richard diese Fähigkeiten Stück für Stück für Stück erfasst und erlernt und begreift. Und Terry Goodkind nimmt uns hier wirklich auch in die Gedankenwelt von Richard mit und wir erleben tatsächlich mit, wie er Stück für Stück diese Fähigkeiten durchdringt. Das ist sehr, sehr spannend und sehr toll. Dann als dritter Punkt gibt es magiephilosophische Gespräche, vor allem, aber nicht nur zwischen Richard und dem Zauberer. Dort wird erklärt, wie die Magie funktioniert, was die Gesetzmäßigkeiten der Magie sind, was das erste Gesetz der Magie ist, wie das Buch ja auch heißt. Und das sind auch sehr interessante und spannend zu lesende und sehr unterhaltsame Passagen. Dann als vierter Punkt die Antagonisten. Wir haben hier Darken Wall, wir haben hier eine Königin, Königin Milena und ihre Tochter Prinzessin Violet. Wir haben Denna, eine Mord-Sis, die auch ganz spannend sind als Volk. Es ist eigentlich kein eigenes Volk, die Mord-Sis, aber als Gruppe auch super spannend. Also Darken Wall, die Königin, die Prinzessin, Denna, das sind Antagonisten, aber die sind nicht einfach nur so in die Welt gespuckt, so um Hindernisse für unsere Protagonisten zu sein, für Richard und Karlan und den Zauberer, sondern sie haben ihr eigenes Leben, sie haben ihre eigene Motivation und das hat Terry Goodkind hier sehr, sehr gut hinbekommen. Sehr vielschichtig, sehr fies sind diese Charaktere, diese Gegenspieler ausgearbeitet, aber trotzdem haben sie ihre Motivation, ihre Bestimmung, den Grund, warum sie so handeln und das macht dieses Buch auch zu einem grandiosen Buch. Und der letzte Punkt der Besonderheiten, der schlägt in eine ähnliche Kerbe, nämlich die Motivation und die Gedankenwelt der Charaktere. Wir haben wirklich tatsächlich eine sehr, sehr gute Ausarbeitung auch der Protagonisten, ihrer Motivation, ihrer Gedankenwelt. Wir können in Karlan reinschauen, wir können in den Zauberer reinschauen, wir können in Richard reinschauen, wir können auch in die in andere Charaktere noch reinschauen, seltener, aber auch. Und wir bekommen auch gezeigt, welches moralische und seelische Dilemma in diesen Charakteren schlummert. Es läuft eben nicht alles so reibungslos ab. Karlan und Richard, ihre Liebe läuft nicht reibungslos ab. Es ist nicht so der strahlende Held Richard, bekämpft alle Bösen und kann sich dann die Prinzessin holen, in Anführungszeichen, also Karlan, und sie lebten glücklich bis an alle Tage. Nein, hier ist ein unglaublich großes Hindernis und das bringt viele Tränen hervor und das wird sehr einfühlsam von Terry Goodkind beschrieben, wie Karlan und Richard verzweifeln an diesem Hindernis. Allgemein, wie sie verzweifeln an der riesengroßen Aufgabe, diesen mächtigen Magier Darken Wall zu besiegen. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Wir sind eben nicht sicher als Leser, dass Richard auf jeden Fall gewinnen wird, sondern es gibt große Zweifel. Wie soll er diese riesige Aufgabe überhaupt bestehen? Ja, und der Leser weiß auch zu jedem Zeitpunkt der Geschichte, wie
ein Charakter handelt und warum ein Charakter so handelt, wie er handelt. Das gilt für die Protagonisten als auch für die Antagonisten. Also das waren jetzt Besonderheiten, die mir aufgefallen sind, die ich mir überlegt habe, warum mir diese Geschichte so besonders gut gefällt. Dann zum Abschluss noch ein paar Sachen. Es gibt eine Karte im Buch, die ist relativ schlicht. Sie zeigt eigentlich nur die wichtigsten Stationen der Handlung und die grobe Richtung. Also sie ist jetzt nicht hässlich gestaltet, sie ist ganz hübsch gestaltet, aber sie ist jetzt auch nicht so gut ausgearbeitet. Das Cover, finde ich, schaut sehr schön aus. Es glänzt auch in Rot, also diese vorderste Schicht, die glänzt, habt ihr vielleicht vorher schon gesehen. Insgesamt ist das erste Gesetz der Magie, der erste Band von 11 Stück. Da ist auch hinten im Buch, kann ich euch auch mal kurz einblenden, eine Übersicht, welche Bände noch folgen. Viele dieser weiteren Bände haben auch über 1000 Seiten. Die späteren Bände haben dann ein bisschen weniger Seiten, so 700, 800 Seiten, aber trotzdem ein unglaublich ausuferndes und ich hoffe auch grandioses Werk von Terry Goodkind hier. Auf das freue ich mich schon sehr. Blanc Valais bringt die Bücher ja in einer Neuauflage heraus und plant im Moment, jetzt im April, also sind die Bücher, also der erste und der zweite Band erschienen und jetzt sollen jeden Monat zwei Bücher erscheinen, bis dann im September der letzte Band Confessor erscheinen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Reihe. Ich werde das zweite Buch auf jeden Fall lesen, das habe ich schon hier. Und auch zum zweiten Buch werde ich euch eine Rezension, ein Buchvideo machen. Die Schwestern des Lichts heißt dieses Buch. Ich bin sehr gespannt, wie die Reise dann dort weitergeht. Ob wir weiter Richard begleiten oder ob wir ganz andere Personen begleiten, da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich bin auch sehr gespannt, ob diese Reihe ihr hohes Niveau halten kann oder ob sie vielleicht abdriftet in Belanglosigkeiten. Das muss ich entscheiden und da bin ich auch extrem gespannt. Ich werde Band 2 definitiv lesen und mich interessieren auch die weiteren Bände. Und ja, wenn es euch interessiert, könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen, wie euch dieses Video gefallen hat, ob ihr auch Interesse habt, für die weiteren Bände Buchvideos von mir zu hören. Das würde mich auch sehr interessieren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch freuen oder wenn ihr den Kanal abonniert. Besonders freue ich mich über eure Unterstützung auf Patreon. Ich wünsche euch immer genug Muße zum Lesen. Euer Professor Fantasy, Dominik Schmeller.